Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. Servus Leute zu einem neuen Teil von FIFA, und zwar FIFA 22. Warum stehe ich hier? Keine Angst, Video geht gleich los. Für ein neues Fürth-Trikot hatte ich kein Geld, für FIFA 22 allerdings schon. Seit mehr als 5 Monaten ist fucking nochmal kein Video mehr auf dem Kanal gekommen. Ja gut, 3 Formel 1 Rennen, aber das war mehr oder weniger nur zum Spaß. Aber ich habe versprochen, wenn das Kleeblatt aufsteigt, dann kommen wieder Videos. Es wurde mir wirklich nicht leicht gemacht. PES heißt jetzt eFootball. Gefällt mir gar nicht. Bei FIFA hatte ich anfangs auch wirklich Bedenken, war nicht überzeugt. PS5 immer ausverkauft und trotzdem stehe ich da. Ich lasse dich halt nicht im Stich, ne? FIFA 22, Next Gen, neue Cinematic Scenes, Hypermotion, neue Overlays, Fangesänge, Hymnen und führt in der ersten Liga. 18 Siege, 10 Unentschieden, 6 Niederlagen, eine sehr gute Bilanz mit 69 Toren und damit Zweiter hinter dem HSV, 44 Gegentoren. Ja, wir haben halt Sascha Burchardt, wie ihr das jetzt deuten wollt, ist mir egal. Und damit steigt Greuther Fürth auf Platz 2 mit 64 Punkten hinter Bochum mit 67 Punkten als direkter Aufsteiger auf. Ich hatte sogar Match-Reaction-Streams gemacht. Ich habe, weiß nicht wie viele, aber es waren Streams, wo ich einfach auf die Spiele reagiert habe und absolut mitgefiebert habe. Und das nur aus dem Grund, weil ich gehofft habe, dass Fürth aufsteigt. Ja. Und beim Aufstiegsspiel ausgerechnet, da konnte ich keinen Match-Reaction-Stream machen, weil ich habe Geburtstag gefeiert, meinen eigenen Geburtstag. Und glaub mir, es war ein richtig geiles Geschenk. Denn am letzten Spieltag, wo Kiel noch einen Punkt vor uns stand, passierte das Unglaubliche. Fürth zu Hause gegen Düsseldorf, Kiel zu Hause gegen Darmstadt. 18. Minute, Kiel geht in Führung. Passend dazu, 26. Minute, Christopher Petersen, 1:0 für Düsseldorf. Alles, wirklich alles, sah schlecht aus. Und dann, 44. Minute, Anton Stach, gelbe Karte, bis der VAR sich einschaltet. Rote Karte, das Foul zu hart und deswegen sagt der Videoschiedsrichter, das ist eine Fehlentscheidung, es muss rot geben. Das heißt, wir waren in Unterzahl. Hinten und Kiel führte. Relegation, wir kommen. Doch vergiss es, Fürth, die rafften sich nochmal auf. Während in Kiel Dursun das Blatt komplett wendete und Darmstadt per Doppelschlag in Führung brachte, bekam Fürth einen Elfmeter. Für Gotha 1:1, die Hoffnung war zurück. Doch geschlagene 3 Minuten später ging Düsseldorf wieder in Führung. Aber wie gesagt, die Hoffnung, die war noch da. Und ein harter Kampf. Es war wirklich ein krankes Spiel. Da bin ich mir leider nicht sicher. Ein Kampf. Es war wirklich ein hartes Spiel. Digga, Alex hat mich komplett rausgebracht. Ein Kampf. Es war wirklich ein hartes Spiel. 69. Minute mit etwas Glück. Julian Green zum 2:2. Und das heißt, wir sind punktgleich mit Kiel und hatten die beste Tordifferenz. Wir waren vorne. Doch Zittern war angesagt. Noch 20 Minuten. Ich saß wirklich vorm Fernseher und dachte, ich explodiere. Und das an meiner Geburtstagsfeier. Bis zur 75. Minute. Darmstadt schießt das 1:3. Das heißt, Kiel braucht 2 Tore in 15 Minuten, um uns wieder zu überholen. Und was denkt sich Abiyama? Der Eltersdorfer Junge, 8 Minuten später, trifft er auch hier mit etwas Glück, Willensstärke, aber auch Tempo zum 3:2. 2 Punkte vorne, die Fans außerhalb des Stadions waren außer Rand und Band. Ja, und jetzt sind wir in der ersten Liga. Auch wenn die Erwartung gefühlt bei 5 Punkten liegt, freue ich mich trotzdem auf die Saison. In echt, aber auch hier im Game, FIFA 22. Und damit willkommen zur FIFA 22 Trainerkarriere bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Lumisteria Films, deine Medienproduktion für jeden Zweck. Schaue jetzt unser neues Musikvideo rechts oben beim i verlinkt. Stefan Leitl, ein Trainer, der wirklich cool ist. Also er ist kein Übertrainer, aber er ist auch wirklich nicht schlecht und er ist super sympathisch. Wir müssen ihn hier in dieser Karriere allerdings ersetzen. Ich war jetzt auch im Urlaub, ich habe sogar eine Firma gegründet, ihr habt es bestimmt auch gesehen, schon in Einspieler. Ihr könnt beim Musikvideo vorbeigucken, das ich gedreht habe, richtig crazy. Deswegen habe ich tatsächlich einige echte Spiele noch nicht gesehen. Das heißt, ich kenne auch die einigen neuen Spieler noch nicht ganz so. Trotzdem hier voller Realismus garantiert. Das erste Transferfenster ist deaktiviert.
aktiviert. Aber im zweiten, also im Winter quasi, werden wir hoffentlich gute Transfers noch machen können, um uns vielleicht irgendwie in der Bundesliga zu halten, wenn es ganz, ganz knapp klappen könnte. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob wir dazu ein Livestream machen sollen. Ich fände es zumindest ganz cool. Greenscreen gibt es heute übrigens keinen, weil ja, das Trikot ist auch grün, also müsst ihr hier mein cooles Zimmer bestaunen. Nice. Jetzt geht's los. Auf geht's. Spielen gegen VfB Stuttgart und die Chance, dass wir auf die Fresse bekommen, ist schon recht hoch. Naja, die Gamefaces sehen halt nicht mal schlecht aus. Ne? Dafür, dass es halt keine Scans sind und dafür, dass es immer noch nur Kräuter führt ist. Nielsen sieht brachial gut aus. Unser erstes Spielanstoß auswärts beim VfB Stuttgart Mercedes-Benz Arena am Start. Wahnsinn. Wie freue ich mich hier. Ich kann heulen, echt. Willems. Oh, was? 1:0? Nach 8 Minuten, was ist denn das? Ole, Klebler, tolle. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, auf gar keinen Fall. Er tankt sich durch. Die Animation natürlich links oben. Tor, Tor, Tor. Und der Moderator, der nicht so begeistert ist von diesem 1:0. Nicht so wie ich. Gott, ist da viel Platz. Oh, und Burchard guckt ihm vorbei. Der ist ja ganz irre, der Typ. Oh, Tropf. Julian Green, 2:0. Es ist, als würde ein ganz anderes Kräuter für dir spielen. Nicht das echte. Boah. Aber habt ihr gesehen, wie wir uns da durchgetankt haben? Also ich meine, guckt euch das an. Also wenn man mal Glück hat, dann hat man mal Glück. Wenn man mit 2 Toren reinstartet, dann läuft das Spiel auch anders. 32% Ballbesitz, 2 Tore gemacht. Guter Spielstil. Kämpfen, Kleeblatt, kämpfen! Das gibt es nicht. Aus der zweiten Reihe. Burchard segelt daneben. 1:2 Anschlusstreffer vom VfB. Ja, und dann steht es zur Halbzeit hier 2:1. Ein irres Spiel. Aber wir haben viel aus unseren wenigen Möglichkeiten gemacht. Und da freue ich mich natürlich drüber. Nicht ganz besonders stolz darauf, dass wir hier schon gefühlt mehr Tore erzielt haben wie für den echt. Läuft. Nachspielzeit von 1 Minute und da ist nochmal Polen offen. Oh, Meier. Nein. Er pfeift ab. Er hat abgepfiffen. Wie brachial. War das Abseits? Hat er deswegen abgepfiffen? Das, aber sonst ist es ja immer mies frech. Lumisteria Films, deine Medienproduktion für jeden Zweck. Schaue jetzt unser neues Musikvideo rechts oben beim i verlinkt. Ja, es war Abseits. Also, wir überprüfen hier nochmal, wir ziehen unsere eigene Linie. Es war Abseits und deswegen hat der Schiedsrichter es ohne zu vermelden als Abseits anerkannt und hat dementsprechend dann einfach abgepfiffen. So, wir gehen runter auf meinen Freund Meierhöfer. Ich habe vorhin Meier gesagt. Meierhöfer heißt er natürlich. Es ist ein ganz anderes Spiel. Also auch wenn ich FIFA kein Fan war und bin, es ist ein anderes Spiel. Man kann es immer noch sehen, wie man will, aber es ist... Oh, 2:2, fuck. 60. Spielminute. Das ist mies. Schöner Angriff über rechts. Und... Beziehungsweise er hat ihn rechts rausgespielt. Oh, diese Animation gibt es auch immer noch. Ja... Sascha Burchard gegen die Laufrichtung. Meine waren ja eh nicht der beste Torhüter, aber naja. Ja, scheiße. 2:2. Aber sieht schon verdammt gut aus. Itten! Oh! Erstmal direkt auswechseln, Abiyama kommt.
Und auch natürlich die ganzen echten Overlays, aber das Gameplay hat sich auch wirklich verbessert. Also es hat sich wirklich verbessert. Wow. Sila Samangituka, er hat Tempo, das wissen wir alle. Und er hat eine Idee und Bauer kann klären. Boah, jetzt nicht das Unentschieden verspielen. Ich wäre so stolz drauf. Stell mal auf sehr defensiv. Deine kleine Taktik jetzt eingestellt, nichts Großes. Einfach, dass wir uns weit fallen lassen. Duziak, jetzt ist ja hier alles offen, Duziak, wohin? Gottes Willen. Du kannst stocknarisch werden. Also das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wie Fürde nicht. Chancenwertung minus 3. Oh Gott, wenn ihr den jetzt reinzimmert, ne? Boah, ich zitter gerade, ne? Die Nachspielzeit ist rum, komm. Ja, Mann! Wir sammeln einen Punkt. Und auch darüber muss man sich freuen. 2:2. Es war kein schlechtes Spiel. Es war wirklich kein schlechtes Spiel. Eine wahnsinnige erste Folge. Leider nur ein Spiel, aber dafür richtig gewaltig. Und ich verspreche euch, in der nächsten Folge gibt's mehr Spiele. Muss los.